Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Die ukrainische Gegenoffensive läuft schleppend. Starre Fronten, zwar gibt es heftige Gefechte, aber kaum Geländegewinne. Unser Korrespondent liefert uns den Überblick. Ohne Ergebnis. Ein Bodenschutzgipfel der Regierung wurde sehr rasch vertagt, obwohl eine Lösung schon seit fast 2 Jahren angekündigt ist. Und unter Qualen. Tausende Kälber werden von Österreich aus nach Afrika transportiert und dort in dramatischen Umständen geschlachtet. Das Wetter morgen wird heiß und schwül, damit steigt die Unwettergefahr. Es ist Zeit für eine erste Bilanz. Seit gut 2 Wochen läuft die Gegenoffensive der Ukraine mit dem Ziel, die russischen Truppen zurückzudrängen, mit Hilfe moderner westlicher Waffen. Wer sich davon aber schnelle Fortschritte für die Ukraine erhofft hat, der wird enttäuscht. Die Rückeroberung der besetzten Gebiete verläuft schleppend und unter hohen Verlusten. 1 Million Rubel, umgerechnet knapp 11.000 Euro. Das ist die Belohnung Moskaus für die Zerstörung eines ukrainischen Panzers. Und zwar eines deutschen Leopard-Kampfpanzers, wie ein verletzter russischer Soldat erzählt. Um herzeigbare Erfolge geht es beiden Seiten. Ukrainische Artillerietreffer soll dieses von Kiew veröffentlichte Video zeigen. Die Kämpfe im Osten sind intensiv. Doch der große Erfolg, der ist bisher ausgeblieben. Wir haben keine Stellung verloren und in einigen Bereichen rücken wir vor. Die Russen haben nur Verluste. Das sagt auch Moskau über die ukrainischen Streitkräfte. Die russischen Kräfte haben sich massiv eingegraben und leisten heftigen Widerstand gegen die angreifenden ukrainischen Truppen. Die bekommen heute wieder Rückendeckung aus Brüssel. We propose a financial reserve for the next 4 years of 50 billion euro. 50 Milliarden will die EU-Kommission in den nächsten 4 Jahren für Kiew locker machen. Und in London kündigt der US-Außenminister ein neues Hilfspaket für die Ukraine an. Das klingt nicht danach, als ob Washington mit einem absehbaren Kriegsende rechnet. Gehen wir jetzt zu Christian Werschütz, unserem Korrespondenten in der Ukraine. Herr Werschütz, wie ist denn Ihr Eindruck? Hat die groß angekündigte Gegenoffensive kaum Effekt? Das kann man jetzt nach knapp 2 Wochen noch nicht sagen. Das, was man weiß, ist, dass etwa 20% bis ein Viertel der von der Ukraine verfügten Kräfte für diese Offensive bereits im Einsatz sind. Man hat natürlich bisher relativ wenig Fortschritte bei Geländegewinnern gemacht, das ist klar. Aber es ist noch zu früh zu sagen, dass das nicht reicht. Was wir nicht wissen, ist natürlich, wie hoch die Verluste auf beiden Seiten sind. Und das ist ein großes Fragezeichen. Zweitens, rein objektiv gesehen ist es natürlich so, dass die Ukraine relativ wenig Geländegewinne erzielt hat und das, was wir sehen, aber teuer erkauft hat. Wobei wir auch hier wiederum sagen müssen, wir wissen auch nicht, wie groß die russischen Verluste sind. Aber noch ist es zu früh, um zu bewerten, wird die Gegenoffensive ein Erfolg sein oder nicht. Ja, Sie sprechen es an, das geht erst rund 2 Wochen. Was steht denn Ihrer Einschätzung da noch bevor in dieser Offensive? Also ich glaube, dass eines ganz klar ist, die Ukraine hat ja gewisse Hoffnungen oder große Hoffnungen, dass es beim NATO-Gipfel in Vilnius Mitte Juli Annäherungen gibt, wenn schon nicht keine Zusage auf eine Mitgliedschaft. Aber bis dahin wird die Ukraine auf jeden Fall versuchen, so erfolgreich wie möglich zu sein. Denn sie hat 2 Dinge als Problem. Einerseits muss sie den westlichen Staaten zeigen, dass sie mit den Waffen, die sie bekommen hat, Erfolge hat. Und zweitens muss sie aus ihrer Sicht natürlich auch erreichen, dass die NATO sagt, ja, es zahlt sich aus, weitere Waffen zu liefern, beziehungsweise die weitere Annäherung der Ukraine an die NATO zahlt sich aus. Und das ist nur mit Erfolgen am Schlachtfeld jetzt zu erreichen. Und daher wird man wohl bis Mitte Juli sehen, dass noch viel mehr Truppen eingesetzt werden und dass die Ukraine versuchen wird, dort, wo sie dann glaubt, dass sie einen Durchbruch erzielen kann, auch dann das Schwergewicht wirklich der Offensive bilden wird. Danke, Christian Werschütz, für diese Einschätzungen aus dem Krieg und alles Gute in die Ukraine. Friedlich, aber doch auch angespannt sind die Beziehungen zwischen dem Westen und China. In den vergangenen Tagen lässt sich jedoch eine intensive Gesprächsdiplomatie beobachten. Zuerst war der amerikanische Außenminister in Peking zu Gast und heute ist der chinesische Ministerpräsident zu Besuch im Westen. In Berlin nämlich beim deutschen Kanzler Olaf Scholz. Dabei hört man Freundlichkeiten, aber auch Forderungen. Wird hier ein Partner, ein Konkurrent oder ein systemischer Rivale begrüßt,
Die Frage war heute in Berlin nicht leicht zu beantworten. Sicher aber ist, dass sein Handelsvolumen von 300 Milliarden Euro zusammenschweißt. Und das erklärt wohl auch, warum heute nicht weniger als 9 deutsche Regierungsmitglieder Spalier stehen mussten, um die chinesische Delegation gebührend zu empfangen. Die Bekämpfung des Klimawandels sollte ein Kooperationsfeld für beide Seiten sein. China und Deutschland sind große Volkswirtschaften und haben großen Einfluss auf die Entwicklung der Weltwirtschaft. Der Zugang zum chinesischen Markt und faire Wettbewerbsbedingungen für deutsche und andere ausländische Unternehmen in China bleiben dabei weiterhin Herausforderungen, bei denen wir auf konkrete Verbesserungen dringen. Deutschland will nach Russland auch die Abhängigkeit von China reduzieren. Das blieb heute ein Fernziel. Dem deutschen Kanzler ist es immerhin gelungen, die Felder der Kooperation und der Konflikte klar abzustecken. Die heutigen Konsultationen hier in Berlin, aber auch der gestrige Empfang für US-Außenminister Antony Blinken in Peking legen nahe, dass China derzeit weder die Isolation noch die Konfrontation sucht. Optimisten nennen das eine gute Nachricht. Berichtet uns Andreas Pfeiffer. Und die Beziehungen zwischen China und dem Westen sind dann heute auch Thema in der ZIP 2 bei Armin Wolf ab 22 Uhr. Da sind dann eine USA-Expertin und eine Sinologin zu Gast. In Österreich werden täglich wertvolle Flächen verbaut. Daraufhin stehen dann Siedlungen, Einkaufszentren oder Straßen. Jeden Tag verschwinden so 12 Hektar. Rechnen wir das wie schon gewohnt um in Fußballfelder, dann entspricht das in etwa 17 Fußballfeldern Naturfläche, die verschwinden. Und das jeden Tag. Aufs Jahr gerechnet waren das im Vorjahr 44 Quadratkilometer Boden, der verbraucht worden ist, und die Hälfte davon ist tatsächlich zubetoniert worden. Auch der Blick zurück zeigt, über die letzten Jahre hat der Flächenfraß enorme Ausmaße angenommen. Obwohl die Regierung schon vor 20 Jahren eigentlich das Ziel festgelegt hatte, den Flächenverbrauch auf maximal 9 Quadratkilometer pro Jahr zu beschränken. Nun hat sich das die Politik erneut vorgenommen. Heute sollte zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinde eine österreichische Bodenschutzstrategie beschlossen werden. Doch daraus wurde nichts. Der Beschluss wurde vertagt. Der Bodenschutz in Österreich. Er ist eine ewige Baustelle. Mit dem Beschluss einer neuen Bodenstrategie wollten Bund, Länder, Städte und Gemeinden heute Nägel mit Köpfen machen. An dem entsprechenden Entwurf ist fast 2 Jahre lang gearbeitet worden. Vor dem Treffen zeigt sich der Landwirtschaftsminister optimistisch. Da geht es um einige wenige Zeilen. Der Großteil der Strategie ist unbestritten. Es ist dann aber doch anders gekommen. Die Beteiligten konnten sich nicht einigen. Die Bodenschutzstrategie wird vertagt. Warum kommen wir jetzt nicht vom Fleck? Wir kommen vom Fleck. Wir kommen vom Fleck. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die es noch nie gegeben hat in Österreich, die vorgeschlagen worden sind. Aber, und dafür kämpfen ja wir, damit möglichst viel Bodenschutz gelingt, braucht man auch klare Zielvorgaben. Und die fehlen. Umweltschutzorganisationen hatten die Bodenstrategie bereits im Vorfeld als zahnlos kritisiert. Das zeigt wieder das Versagen der Politik beim Bodenschutz auf allen Ebenen. Und auch weil ja diese Strategie auch in ihren Entwürfen völlig unambitioniert und wirkungslos gewesen wäre, fordern wir jetzt einen Neustart in der Bodenpolitik in Österreich. Einen neuen Termin für weitere Gespräche gibt es noch nicht. Der Bodenschutz in Österreich, er bleibt also weiterhin eine ewige Baustelle. Die österreichische Gewerkschaft gibt heute ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Der ÖGB hat heute nämlich seinen dreitägigen Bundeskongress in Wien gestartet. Es geht da um das Programm für die kommenden Jahre, um die Wiederwahl von Chefgewerkschafter Wolfgang Katzian. Viele fordern dort außerdem eine Arbeitszeitverkürzung. Aber immer spielt ja auch die Atmosphäre eine Rolle. Und da war heute eine Art Fernduell zwischen SPÖ und ÖVP klar erkennbar. Standing Ovations für Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian heute Nachmittag im Austria Center. Beim ÖGB-Bundeskongress sollen die Weichen für die kommenden 5 Jahre gestellt werden, kämpferische Ansagen inklusive. Wir haben zu keiner Stunde und zu keiner Sekunde einen Hehl draus gemacht, dass wir diese Sozialversicherungsreform als schlecht, ungerecht und undemokratisch empfinden und dass wir alles tun wollen, um die Sozialversicherung wieder in die Hände der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu bringen.
In dieselbe Kerbe schlägt heute auch der neue SPÖ-Chef Andreas Babler, der am Vormittag seinen ersten Auftritt vor den versammelten roten Gewerkschaftern absolviert. Seine Priorität, die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung. Von die 68 Stunden angefangen, auf die 60, auf die 48 Wochenstunden, dritte, vierte, fünfte Urlaubswoche einführen, 45 Wochenstunden, dann endlich auf die 40, 38,5 und jetzt haben wir seit 40, 45 Jahren Pause, wir kriegen gar nichts und das holen wir jetzt zurück, das formulieren wir als Recht. Zustimmung kommt vom neuen Chef der Roten Gewerkschafter Josef Muchitsch. Die neue Chefin der ÖVP-nahen Christgewerkschafter Romana Deckenbacher fordert heute ebenfalls eine Arbeitszeitreduzierung. Allerdings solle nach Branchen unterschieden werden. Und dann spürt man heute auch schon den beginnenden Vorwahlkampf. Etwa wenn Bundeskanzler Karl Nehammer sich bei seiner Rede direkt an Andreas Babler wendet, der sich ja als Marxist bezeichnet hatte. Kein einziges Land, kein einziges Volk, das sich dem Marxismus verschrieben hat, war jemals glücklich regiert oder konnte sein Glück frei entfalten. Die Reaktion darauf. Radikal ist eine ÖVP, die glaubt, dass sie ihre Großspender einfach so bevorzugen können, dass die einfach zum Staatsbankomaten gehen, den Geheimcode kriegen sie noch bei einer SMS-Chat-Nachricht und dann können sie sich bedienen, was sie wollen. Das ist Radikalität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Scharfe Töne beim ÖGB-Bundeskongress, der insgesamt noch bis Donnerstag andauert. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt gegen einen Journalisten. Der hatte im Klagenfurter Magistrat recherchiert und in mehreren Online-Medien und Artikel korrekt über die teilweise sehr hohen Gehälter von Magistratsbeamten berichtet. Nun wird dem Journalisten, der namentlich nicht genannt werden möchte, Amtsmissbrauch vorgeworfen. Medienanwälte und der Presseclub Concordia sehen das als Angriff auf die Pressefreiheit. Beamte haben ihm Computer und Smartphone abgenommen. Das bestätigt der Journalist, der namentlich nicht genannt werden will, derzeit im Bild. Er hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Artikel in mehreren Zeitschriften und online veröffentlicht über hohe Gehälter und hunderte ausbezahlte Überstunden im Magistrat. Damit hat er sich im Rathaus keine Freunde gemacht. Im März erstattet die Stadt Klagenfurt Anzeige gegen zwei Magistratsmitarbeiter, die Informationen weitergegeben haben sollen, aber auch gegen den Journalisten selbst. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Beitragstäterschaft zum Amtsmissbrauch und Verstoß gegen den Datenschutz. Für den Rechtsanwalt des Journalisten fehlt jeglicher Verdachtsmoment, weil er die Informationen ungefragt erhalten hat. Der Presseclub Concordia kritisiert das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Das wäre ganz klar eine Einschüchterung des Journalisten. Wir haben ohnehin ein Problem in Österreich, nämlich das Amtsgeheimnis. Das heißt, Journalisten, aber auch jeder Bürger, jede Bürgerin haben einen sehr schweren Zugang zu Informationen. Und das wäre natürlich ein weiterer Schlag gegen die Freiheit der Recherche. Die Regierungspläne, bis Herbst das Amtsgeheimnis abzuschaffen, kommen für den Journalisten zu spät. Um die 43.000 Kälber werden jährlich aus Österreich exportiert. Zielländer sind da vor allem Polen, Italien und Spanien. Aber überraschend viele dieser Tiere landen anschließend in Ländern wie Libyen oder Ägypten. Das zeigen Recherchen des ORF-Magazins Report. Doch schon der Transport nach Spanien wäre oft illegal, ist oft illegal, wenn nämlich die Ruhezeiten nicht eingehalten werden. Mehr als 19 Stunden dürfen junge Kälber nicht transportiert werden, doch regelmäßig beobachten Tierschutzorganisationen längere Transportzeiten. Also wir haben eben gezeigt schon in der Vergangenheit, dass es bis zu 55 Stunden sein könnten, vom Hof bis zur endgültigen Masthalle in Spanien. Genehmigt werden die Transporte von den Landesveterinärbehörden. Auf eine Reportanfrage antwortet etwa die Pressestelle Vorarlberg ausweichend, dass Spanien ein EU-Land sei und darauf vertraut werden muss, dass alles Weitere im Rahmen der EU-Gesetze abläuft. Die Rinder aus Österreich landen, nachdem sie gemästet werden, oft in nordafrikanischen Ländern. Das zeigen Ladelisten, die uns vorliegen. Dort werden sie dann brutal geschlachtet. Zuständig für den Tiertransport ist Konsumentenschutzminister Johannes Rauch. Er will nun die EU stärker in die Pflicht nehmen. Ich bin jemand, der sagt, wenn fortgesetzt Regelungen nicht eingehalten werden, europäisches Recht gebrochen wird, dann gibt es das Instrument des Vertragsverletzungsverfahrens oder letztlich auch ökonomische Sanktionsmöglichkeiten. Sollte man das bei Ländern wie Spanien oder Italien in diesen Fragen einladen? Ich würde persönlich das jedenfalls in Erwägung ziehen. Darüber hinaus will Rauch strengere Regeln auf EU-Ebene. Sollte eine entsprechende Verordnung nicht noch heuer verschärft werden, kann er sich auch einen österreichischen Alleingang vorstellen.
Und mehr dazu sehen Sie dann heute Abend auch im ORF-Report ab 21.05 Uhr in ORF2. Der britische Influencer Andrew Tate, bekannt geworden durch frauenfeindliche Videos in sozialen Medien, wird in Rumänien angeklagt. Ihm und seinem Bruder Tristan werden Menschenhandel und die sexuelle Ausbeutung von Frauen vorgeworfen. Die Tate-Brüder sind ausgestattet mit einer riesigen Fangemeinde im Internet und mit sehr viel Geld. Und sie bestreiten alle Vorwürfe. Andrew Tate, selbsternannter König der toxischen Männlichkeit, Millionär, ehemaliger Kickboxer, Influencer, Frauenfeind, angeklagt. Ob er das ungerecht findet, fragt die Reporterin bei einem der vielen Gerichtstermine. Natürlich, es gibt keine Gerechtigkeit in Rumänien, sagt Tate. Er möchte leben, wo sein Geld und sein Einfluss bewirken, dass er nicht dem Gesetz unterliegt, hat er einmal gesagt. In Rumänien hatte er sich sicher gefühlt. Es kam anders. Im Dezember wurden die Tate-Brüder verhaftet. Menschenhandel und Vergewaltigung wird ihnen vorgeworfen. Junge Frauen sollen gezwungen worden sein, in Sexvideos mitzuwirken. Sie bestreiten das bis heute. Es folgten Untersuchungshaft, dann Hausarrest, Bargeld, Uhren, die schicken Luxusautos, Bestandteil unzähliger Online-Videos wurden beschlagnahmt. Videos aber gibt es noch und sie wirken, so wie die frauenfeindlichen Sprüche, die sie transportieren. Obwohl auf vielen Kanälen gesperrt, hat Andrew Tate auf Twitter fast 7 Millionen Follower. Er ist omnipräsent. Ich predige Arbeit, Disziplin, ich bin ein Athlet, ich predige gegen Drogen, für Religion, gegen Alkohol, gegen alle Probleme der modernen Gesellschaft. Du kannst es schaffen. Für diese Botschaft wird Andrew Tate von vielen jungen Männern verehrt. Für den Vorwurf der sexuellen Ausbeutung von Frauen wird er angeklagt. Im Atlantik läuft gerade eine Seenotrettung für reiche Abenteurer. Sie sitzen in einem Tauchboot und wollten zum Wrack der Titanic, aber jetzt fehlt jede Spur von ihnen. Gleich mehr dazu. Der Glücksspielkonzern Novomatic dürfte im Zeitraum 2017-2018 keine Parteispenden an die ÖVP getätigt haben. Das geht aus einem Schreiben des Amtes für Betrugsbekämpfung im Finanzministerium an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hervor. Laut WKStA sind die Ermittlungen aber nach wie vor im Laufen. Im Fall des mutmaßlichen Anschlages auf die Regenbogenparade in Wien räumen die festgenommenen Jugendlichen ihre Teilnahme an Chats ein, bestreiten aber die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten. Gegen die Verdächtigen wird wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation ermittelt. In der Nähe einer israelischen Siedlung im Westjordanland hat ein Palästinenser 4 Menschen getötet und mehrere verletzt. Die radikale Palästinenserorganisation Hamas hat sich zu der Tat bekannt. Sie sei die Antwort auf die Kämpfe von gestern mit 7 toten Palästinensern. Im Atlantik vor der Küste Nordamerikas ist vor 110 Jahren die Titanic gesunken. Das Wrack ist Sehnsuchtsort geworden von Abenteurern. Aber das birgt Gefahren. Aktuell läuft gerade eine Suchaktion nach einem vermissten Tauchboot. 5 Menschen, die dafür sehr viel Geld bezahlt haben dürften, waren an Bord, als der Kontakt am Sonntagnachmittag abgerissen ist. Und seitdem fehlt vom Boot jede Spur. Die kanadischen und US-amerikanischen Behörden haben eine Suche gestartet, denn die Zeit drängt. Bilder aus einem Werbefilm des Unternehmens, das die Expedition anbietet. Irgendwo dort unten könnte das vermisste Tauchboot jetzt sein, zwischen Wrackteilen der vor 111 Jahren untergegangenen Titanic. Was sich an Bord abgespielt hat, völlig unklar. Als die Kommunikation abgebrochen ist, war das Boot gerade beim Tauchen. Wäre es ein einfacher Notfall gewesen, hätten sie wohl die Tauchzellen abgeworfen und der Auftrieb hätte sie wieder nach oben gebracht. Selbst dann wäre es aber schwer, sie zu finden, weil Tauchboote zum größten Teil direkt unter der Oberfläche bleiben. Sollte es hingegen ein Leck oder einen schweren Unfall gegeben haben, wäre das Boot wohl gesunken und kaum zu orten in rund 3.800 Metern Tiefe. Bestätigt wurde mittlerweile, dass sich mehrere Superreiche unter den Passagieren befunden haben. Sie haben pro Kopf 250.000 US-Dollar bezahlt. Unter ihnen Hamish Harding, Luftfahrtunternehmer und Milliardär. Er hatte den Tauchgang auf seinem Social-Media-Kanal angekündigt. Die Suche läuft, viel Zeit bleibt nicht. Laut Betreiberfirma führt das U-Boot Luft für maximal 96 Stunden mit sich. Und damit sind wir schon bei den Hinweisen. Und beim Sport, der neuerlich über eine Erstrundenniederlage von Tennisstar Dominic Thiem berichten muss, scheidet in Halle in Deutschland gegen seinen Freund Alexander Zverev klar aus.
Christa Kummer meldet sich gleich noch mit den Wetteraussichten. Und von uns war's das für heute. Noch einen angenehmen Sommerabend. Bis morgen. Wiedersehen.